Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit Werder Bremen. Ich hoffe, ihr habt die letzte Folge nicht verpasst, denn, Spoiler, wir stehen im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München am 21. Mai im Berliner Olympiastadion. Das heißt, wir sind auf einem doch guten Weg in die Europa League, nur ich habe auf der Tabellensituation gesehen, da ist eine Mannschaft zurzeit vor uns, und zwar der VfB Stuttgart. Die sind mittlerweile an uns vorbeigerutscht international. Aber sollten wir den HSV gewinnen, dann wäre das richtig gut. Wie ihr seht, habe ich meine Mannschaft etwas verändert. Selassie neu dabei, Aichicek neu dabei, Pizarro neu dabei und Udja neu dabei. Ich habe jetzt zum Beispiel Özcanali und Busch und Kubilanski und Lorenzen habe ich jetzt alle mal eine Pause gegönnt. Weil die brauchen einfach auch mal eine Pause. Fein Busch, der spielt schon so oft in dieser Saison. Der hat Selassie komplett ausgelöscht da auf der rechten Seite. Und Fritz hat sich ja mittlerweile ins Mittelfeld gezogen und spielt dort auch richtig geil. Ja, Thielemann ist unser Doppeltorschütze im DFB-Pokal. Ja, den HSV, wenn wir den HSV heute besiegen, dann wäre das nämlich richtig geil. Nicht nur wegen des Derby-Sieges. Nein, wir könnten den HSV rein theoretisch wieder in den Abstiegskampf reinstochern. Denn Frankfurt hat bisher 27 Punkte. Der HSV hat 31. Steht in der Tabelle auf Rang 13. Nur das Schöne ist, Frankfurt hat einen Spieltag weniger. Sollte Frankfurt gewinnen, haben die 30 Punkte. Hertha und noch ein Team haben 29 Punkte. Hertha hätte also Hamburg hätte 31, Frankfurt hätte 30, sollten die gewinnen. Und die Hertha und noch ein anderes Team, die hätten rein theoretisch dann 29 Punkte. Dahinter sind Ingolstadt und Darmstadt mit 23 und 22. Ihr habt auch gerade gesehen, also die Liga ist unglaublich spannend. Es ist Meisterkampf ist noch offen. Champions League ist noch offen. Europa League ist noch offen. Abstiegskampf ist noch offen. Was für eine geile Spielzeit in der Fußball-Bundesliga. Sowas können wir uns im Real Life nur erträumen. Sowas kommt nur in unseren Träumen vor. Und genau in diesem Let's Play passiert es, dass alles noch am 29. bzw. am 30. Spieltag, wo wir jetzt gerade sind, alles noch offen sind. Alles. Alles von der Meisterschaft bis in den Abstieg ist alles noch offen. Ich meine, wie geil ist das? Allein in der Meisterschaft ein Dreierkampf zwischen Dortmund, Leverkusen und die Bayern. Die Bayern haben zwei Spieltage Rückstand, haben 4 Punkte Rückstand auf dem BVB. Also es ist spannend wie noch nie. Und ich glaube, sowas werden wir im Real Life nie mehr erleben, dass eine so spannende Saison vor uns haben. Klar, Europa League und Bundesliga ist immer, Abstiegskampf ist in der Bundesliga immer wieder spannend, aber so spannend, ich glaube, werden wir es im Real Life nie haben. Nie. Dass alles noch offen ist. Das nach diesem Spieltag 4 Spieltage vor Ende. In der Hinrunde haben wir gegen den HSV unentschieden gespielt, 1-1 im Weserstadion. Wäre natürlich, wie gesagt, schön, wenn wir den HSV richtig schön in den Abstiegskeller kicken können. Wenn da ein richtiger spannender Viererkampf um den Relegationsplatz gegeben würde. Wäre natürlich geil. Schlechtes Spiel. Von Selassie. Brauche jetzt eigentlich ein bisschen Motivation. Er ist ja nicht gerade happy. Aber wenn Busch zurzeit so eine starke Spielzeit spielt, 23 Spieler da auf dem Konto, von, ich glaube, 30 möglichen Spielen. Abgefällt von Westergaard. Ah, das ist doof. Stellt da Westergaard seinen Fuß nicht dazwischen? Ah, doof. Marcelo Diaz. 1-0 HSV. 3. Saisontor. Und schießt damit den HSV raus aus dem Abstiegskeller. Mit diesem Treffer. Pizarro? Oh, verdendelt. Also ein Punkt gegen den HSV würde ich mich schon freuen.
Niederlage gegen den HSV wäre nicht gut. Dann hätte man eine schlechte Bilanz gegen den HSV. Zum Ende der Saison hin. Das will ich natürlich gar nicht. Oh, was macht denn da Lukimia? Muss er eigentlich dranbleiben. Fritz. Şaşoğlu. Fritz zum zweiten. ID-Check. Mit dem Blick für Uja. Und der mit dem Blick für Pizarro. Und der Ausgleich. Claudio Pizarro, 9. Saisontor. Damit hat er genau einen Treffer mehr als in der kompletten Hinrunde. Da hat er 4 Tore geschossen. Jetzt hat er in der gesamten Rückrunde 5. Lange hat es gedauert, aber jetzt macht Pizarro sein 9. Saisontor. Wir erinnern uns, jedes Tor von Claudio Pizarro kann sein letztes sein. Und das ausgerechnet im Derby. Das ist natürlich noch schöner. Pizarro, der sich da richtig gut durchgesetzt hat. Başakşehir. Pizarro. Ah. Ganz wichtig auch für Pizarro. Stand vor diesem Spieltag in der Torschützenliste auf Rang 13. Weit weg hinter Kießling, der 16 Tore in dieser Spielzeit bisher geschossen hat. Also den wird er nicht mehr einholen. Aber er muss natürlich seine Tore weit ausbreiten, damit zum Beispiel ein Spieler wie Robert Lewandowski nicht mehr überholen kann. Ah. Kimia. Und Wiedwald. Aus doch rechts ist schon mal ein spannendes Spiel. Wieder 2 Tore. Also zurzeit klingeln die Spiele wieder. Auf Weltklasse ist das nicht immer so leicht, Tore zu schießen. Aber jetzt macht er fast das Tor. Anthony Udia. Mit der Chance auf Saisontor Nummer 4. Halt die Check. Mit dem Blick für Pizarro! Adler noch da. Ecke durch Tielemans. Und Başakşehir. Und Fritz! Schade. Ah, IT-Check. War leider nicht ran. Trotzdem lebt IT-Check mit einer richtig guten Rückrunde. Also, Hinrundenspieler hat er fast richtig schlecht gespielt, aber Rückrunde läuft bei ihm richtig gut eigentlich. Hat ja auch schon ein Tor geschossen in dieser Rückrunde. Hat eine richtig gute Leistungssteigerung bekommen. Vielleicht liegt das auch daran, dass Tielemans richtig stark ist. Ihn halt auch da so ein bisschen den Druck rausnimmt. Fallen über Clemens Fritz Leistungssteigerung. Bin ich unglaublich überrascht. Also der ist im Mittelfeld fast absoluter Stammspieler. Auf der rechten Mittelfeldposition. Eigentlich da komplett gesetzt. Zusammen mit Tielemans. Pizarro. Gibt Freistoß, okay. Foulspiel an IT-Check. Nehme ich einfach mal so an. Ich will den eigentlich lieber von Tielemans da reingespielt haben. Denn Pizarro ist nämlich da vorne. Fritz. Stark. Ja. Pizarro wird da leider noch abgedrängt. In der nächsten Folge habe ich etwas Besonderes vor, und zwar spielen wir dann gegen Stuttgart und gegen Köln. Wir spielen gegen 2 Mannschaften gleichzeitig, also nicht gleichzeitig, sondern wir spielen ja gegen beide Mannschaften. Oh, Leverkusen führt und Bayern nur unentschieden. Aber
Ingolstadt hat einen Punkt zurzeit. Ich lasse die Mannschaft erstmal so in der zweiten Halbzeit, nehme ich den Fritz raus. Ja, und zwar möchte ich das in so einer Zusammenfassung machen. Also das heißt, ich kommentiere die Spiele normal und ihr seht dann halt einfach nur die Highlights. Das hatten wir ja zu Beginn der Saison auch in diesem Pokal. Und das möchte ich halt dann auch in diesen beiden Spielen machen. Bei Revolution Soccer 2016, der geht ja ab Februar oder ab März, mal gucken. Und da möchte ich schon mindestens schon mal drin sein in der zweiten Saison. Schon so ein großes Stück durchgehabt haben in der zweiten Saison mit Werder Bremen. Deswegen habe ich mich entschieden, damit wir die Saison schon mal ein bisschen zu Ende kriegen, mal die zwei Spiele zusammen. Aber die letzten beiden starken, krassen Spieltage, wo es richtig um die Meistertitel geht und um alle Plätze, da spielen wir natürlich dann die Spiele richtig schon live. Also nicht live, sondern ihr wisst schon, in voller Länge. Leukemia, spektakulär. Gut, ja. Nur damit ihr es wisst. Oh, Leukemia. Zarro. Und dann läuft auch Başakşehir. Rein damit. Ah, zu weit. Zu weit. IT-Check. Da vorne ist Fritz. Clemens Fritz. Mensch, was wäre das für ein Ding, wenn die beiden ältesten Spieler hier die beiden Tore machen würden. Oh, klasse, die Übersicht von Tielemans. Da ist er wieder. Juri Tielemans. Zwei Treffer im Pokal hat er. Fast sein erstes in der Bundesliga. Und Vestergaard, den hat er eigentlich. War gefährlich. Aber wir bleiben in Ballbesitz. Und ja, heute auch wieder mit einer richtig starken Leistung. Zarro. Ah, Uccia kommt da ran, setzt er sich gut durch. Einwurf. Geil, dass wir noch hier einen Sieg zum Ende holen würden. Das gegen die. Das wäre natürlich geil. Aber Barkfrede kommt jetzt. Nur Ersatz. Aber ein guter Ersatz. Tja. Und Başakşehir und Adler, Weltklasse! Weltklasse-Parade von René Adler. Muss ich einfach jetzt mal zugeben. Boah. Mal zu Leukemia kann ich die Flanke jetzt nicht bringen. Ah. Schade. Aber da ist ja noch Selassie. Garcia. Schlampig. Check. Uah, Garcia kommt noch dazwischen. Pizza. Ja. Würde ich eigentlich zu Başakşehir durchlegen, aber klappt natürlich nicht. Eigentlich wollte ich den da so runter querlegen und nicht in den Raum spielen, aber okay. Ich bringe jetzt mal Guedes für Başakşehir. Auch noch nicht so gut eingeschlagen. Aber ist ja auch erst 21 Jahre alt. Boah, Tielemans. IT-Check. Parkfriede mit Übersicht. Und Başakşehir 2-1! In seiner letzten Aktion in diesem Spiel macht er das Tor. Pizarro. Başakşehir 2-1 gegen den HSV. Willkommen im Abschießkampf, Hamburger Sportverein. Zweites Saisontor. Zweites Tor in der Bundesliga in Folge von Başakşehir. Gegen Augsburg beim 3-0 zum 1-0 getroffen. Hier macht er es 2-1. Başakşehir raus, Guedes rein. Eigentlich bisher eine richtig schwache Saison, aber in den letzten
in diesen drei Spielen hat er fast Weltklasse gespielt, dieser Başakşehir. Bin ich so positiv überrascht. Ein bisschen auf Konter setzen. Der HSV wird natürlich jetzt drängeln. Nächste Partie gegen Stuttgart, das Duell um die Europa League. Selassie! Santiago Garcia. Zweiter Reingang und Bachfriede! 3-1! Aber abseits. Bachfriede fast sein zweites Saisontor. In der Hinrunde hat er schon eins und hier abseits, ja. Was ein wuchtiger Kopfball von Philipp Bachfriede. Schöne Hereingabe eigentlich. Sensationeller Kopfball von Bachfriede. Leider ohne Torbelohnung. Mensch, 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 was ist denn hier los? Ah, Vorsicht, Hamburg kommt. Selassie. Jetzt mal ein Konterstart. Gut ausgeführten Konter. Tielemans auf den eingewechselten Redis. Der ist nämlich noch frisch. Und sieht Philipp Bachfriede auf Levent Aitutek und er dreht sich super und es gibt Elfmeter. Die Chance für Claudio Pizarro, sich unsterblich zu machen. Nachdem er das 1-1 gemacht hat, hat er das 2-1 vorbereitet und jetzt die Chance für Claudio Pizarro auf sein 10. Saisontor und seine dritte Torbeteiligung in dieser Partie. Claudio Pizarro auf dem Weg zu Saisontreffer Nummer 10. Ja oder nein? Entscheidung in Hamburg. Ja! 3-1 Werder Doppelpack Claudio Pizarro. Den HSV in den Abstiegskampf reingeballert. Pizarro. Aus einem 0-1 ein 3-1 gedreht. Und das in Hamburg. Zehntes Saisontor von Claudio Pizarro. Unglaublich. Levent Aitutek hat's rausgeholt. Giroud. Kommt aber ran. Was für ein starker Endspurt von meiner Mannschaft. 3-0 gegen Augsburg, 2-0 gegen Hertha. 3-1 stand jetzt gegen den HSV. Hamburg kommt nochmal. Westergaard, gefährlich. Ich werde aber nochmal wechseln. Bringen jetzt Florian Grillitsch. Starke Leistung von Levent Aitutek. Gut, ich hätte auch Pizarro rausnehmen können und seinem Applaus geben können. Aber okay. Wiedwald! Schade. Ich dachte, ich könnte noch ein Tor erzielen, aber ja. Wird leider nichts. Endstand: Werder Hamburger Sportverein SV Werder Bremen 1-3. Durch den Doppelpack von Claudio Pizarro. Herr Grillitsch, sehr viel gelaufen. Hamburg, eine Chance, ein Tor. Und die Bayern spielen unentschieden. Ingolstadt verliert gegen Hannover 1-3. Darmstadt verliert gegen Köln. Wir haben den HSV in den Abstiegssumpf geschossen. Wuhu! Selbst Gladbach ist für uns noch in Reichweite. Hier seht ihr es. Frankfurt hat sein Spiel noch nicht wiederholt, aber trotzdem. Da seht ihr es. Der HSV hat 31, Frankfurt hat zurzeit 30, hat aber einen späteren Rückstand. Dann Hertha hat 30 und Mainz hat 29. Aber Ingolstadt und Darmstadt, ich glaube, das war's.
Die haben noch 9 Punkte und es sind viel zu viele Punkte Rückstand. Das wird nicht mehr. Das war's. Wir sehen mal Pizarro. Und übrigens, ich muss euch noch die Champions League natürlich zeigen. Und die Europa League. Erstmal die Europa League. Ihr seht's. Europa League. Juventus, Sporting gegen Juve und Benjitas gegen Dortmund. Benjitas gegen Tottenham. Ihr seht, Schalke ist gegen Benjitas rausgeflogen. Dortmund ist gegen Juve rausgeflogen. Ja, war nicht so. Aber Champions League. Definitiv in deutscher Hand. Leverkusen ist schon im Achtelfinale rausgeflogen gegen City. Aber Gladbach ist erst gegen Bayern München im Viertelfinale rausgeflogen. Hat Chelsea rausgekickt. Und Alter, einfach mal Wolfsburg hat Real Madrid rausgekickt. Mit Zlatko Junuzovic. Da habe ich auch schon gesehen, dass der mindestens schon eine Torvorlage hatte. Also ich habe vor dem Rückspiel gegen Real geguckt, da hatte der eine Torvorbereitung, Junuzovic, in der Champions League. Und ihr seht das, Wolfsburg spielt gegen Manchester City im Halbfinale. Und Barcelona spielt einfach gegen Bayern. What the fuck? Es kann rein theoretisch wieder ein deutsches Finale geben. Ist das episch oder ist das episch? Also ich bedanke mich jedenfalls für eure Aufmerksamkeit bei dieser Folge. Ach ja, wie sieht es jetzt eigentlich im Meisterschaftskampf aus? Die Bayern sind so gut wie weg. Dortmund ist so gut wie deutscher Meister. Die hätten jetzt rein theoretisch, wenn sie gewinnen, 67 Punkte. 4 Punkte Vorsprung auf Leverkusen. Bayern muss noch 2 Spieltage reinholen. Dann hätten sie 61. Also ich glaube, das wird Dortmund dieses Jahr machen. Aber okay, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, Leute, und ciao.